Und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und ja, letztes Mal hatten wir den Teleporter benutzt und wir teleportieren uns jetzt zurück, damit wir dort weitermachen können. Zum Teleporter zurück. Yep. Über die letzte Folge spreche ich ungern, da... Aua. Naja, ich spreche einfach ungern drüber. Haha. So, jetzt springen wir hier runter. Ja klar, ich kann das ab. Ich kann das ab. Und jetzt hieven wir uns darüber und machen uns bereit für den Endgegner. Dann gehen wir mal rein. Und keine Fee, das ist mega unfair. Oh, ich mach mir gleich Angst in die Hose. La 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 la. Ich werde auf jeden Fall mit Nairus Umarmung arbeiten. Oh, und dieser Tee. Ich liebe die Musik. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, treuer Vasal. Zerstöre diesen Eindringling. Okay. Das ist ein Mega-Eisenprinz. Wie man sieht. Sieht er nämlich ein wenig anders aus als die anderen. So, erstmal hier. Schnell, Link, beeil dich. Wir wollen ja nichts riskieren. Oha. Ich lasse mich natürlich direkt mal wieder treffen. Warum eigentlich? Ich bin so schlecht geworden. Hallo. Da, haha. Ey, das ist ja echt peinlich. Ich meine, wir können uns treffen lassen, da wir das Ding haben, aber... Das ist... Ja. Vielleicht bin ich auch durch Nairus Umarmung ein wenig vorsichtiger. Unvorsichtiger. Und wer kommt dort zum Vorschein? Naburu. Wo bin ich? Sieht so aus, als hätte sie sich befreien können, Kuma. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerin Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste des mächtigen Ganondorfs versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Oh. Das sieht nicht gut aus. Für Naburu. Also müssen wir sie retten, denn der wahre Endgegner kommt jetzt. Und hier sind auch keine Feen. Heiliger Bimbam. Öffnen. Schwert wegstecken, weil es ist sehr unpraktisch, denn wir müssen nicht bei dem Endgegner viel mit unserem Spiegelschild machen. Ich schaue hier unten nochmal eine Runde, ob hier nicht vielleicht doch gütigerweise irgendwo eine Fee ist. Na super. Einmal treffen lassen und wir sind tot. Einmal noch den vorher einsetzen. Zack. Ich hoffe, die Zeit wird nicht während einer Cutscene abgezogen davon. Ansonsten wäre das verdammt unpraktisch. Sudele, dann kommt mal her, ihr zwei. Hübschen hätte ich schon fast gesagt, aber nein. Sieh dir an, diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Und ja, die eine Hexe
ist des Feuer mächtig und die andere des Eises. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Mein Eiszauber wird seine Seele gefriertrocknen. Gefriertrocknen. Ich trockne euch gleich eben. Und mein Spiegelschild wird euch in 1000 Stücke zerschmettern. Höllische Hexen, Armada, Killaumas. Und irgendwie war das klar, dass jetzt das Schutzschild weg ist. Watch out! Das ist suboptimal, was gerade passiert. So war das nicht geplant. So. Jetzt bin ich aber bereit. Und wir blocken ihren Zauber. Drücken dann L, um die andere Hexe anzuvisieren. Und ja. Das mögen die zwei übrigens gar nicht. Und wir machen das gleiche Spiel nochmal. Eigentlich ein sehr einfaches Prinzip. Aber wie gesagt, ein Treffer und wir sind weg. Weil das sind echt mächtige Zauber von denen. Das kann man, da kann man nichts gegen sagen. Oh, hä? Nein! Aber unser Spiegelschild leistet gute Dienste. Oh. Und komm. Hey, warum geht der Strahl denn nicht bis zu der? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt ist die andere Hexe gar nicht da. Super. Und Magie haben wir auch nicht mehr. Noch viel besser. Oh, Leute. Ich mag nicht draufgehen. Ha, Treffer. Ihr Killer-Omas! Oh, das ist sehr schlecht. Aber es sind voll die Riesenhexen, ja? Warum sind die so groß? Warum sind die nur so groß? Oh, oh, oh! Wow! Alter! Hilfe! Was mache ich denn heute? Heute mache ich gar nichts mehr. Ey, lauf nicht weg, du alte Schabracke. So, eigentlich müsstest du die jetzt als nächstes zaubern. Aber die andere ist schon wieder nicht im Bild. Du Schande. Oha. Was mache ich denn? Leute, helft mir! Boah. Ja, ich habe die zwar voll... Okay. Wie oft denn noch? Hallo? Okay, ich wollte gerade sagen. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Okay, Kume. Kotakus und Kume, sexy Thermo Hexi. WP. Voll sexy Hexen. So, das Prinzip ändert sich ein leicht wenig. Denn sie setzt einfach dreimal... Ja, sie setzt immer einen Zauber ein. Und wir müssen dreimal den gleichen Zauber in unserem Schild sammeln. Und ja, dann feuert sich die Energie automatisch ab. Und wenn sie so doof ist und... Ey, immer wieder den gleichen Zauber einsetzt, dann kann ich auch nichts dafür. Zack. 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 Verdammt. Und jetzt, das Wichtige ist, wenn man Bigoron-Schwert hat, dass man das Schwert danach wegsteckt. Weil ansonsten blockt Link nicht. Und wieder Feuer. Dankeschön. Und jetzt müsste sie eigentlich Eis einsetzen, wenn sie denn klug wäre. Idiot. Du ersparst mir viel Zeit, dankeschön. So, das dürfte es jetzt gewesen sein mit dem Bigoron-Schwert. Dankeschön.
Puh. Gott sei Dank keine Fee gebraucht. Dülldüm, dülldüm. Oh ja, die Hexen. Verhext und zugenäht, so ein widerliches Balg. Ab jetzt machen wir ernst, Kuma. Was? Hey, Kuma, was schwebt da über deinem Kopf? Nein, weiß ich nicht. Aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Wir sind Zwillinge, mach dich nicht jünger als du bist. Du bist ja völlig senil. Wenn wir uns senil behandelt man so seine ältere Schwester, wir sind Zwillinge, wie kannst du älter sein? Nee, du herzloses Miststück. Du undankbares Weib. Du bist herzlos. Und du bist... Und... Keine Ahnung, das war zu schnell. Ui. Ich mach dich fertig. Oh ja, der Streit ist schön. Nicht das Herzteil. Nicht das Herzteil. Oh. Wir holen dich später, Herzteil. Rein da. Juhu. Ja, der Geistertempel. Was für eine Tortur. Herrlich. Aber am Ende ging ja doch noch alles gut. Naburu, was geht ab? Du lebst ja noch. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Auweia, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext und ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Aber jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein. Xerox, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Und damit hätten wir alle 6 Amulette. Das Amulett der Geister. Naburu gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Ich glaube, Naburu selbst wäre die Letzte, die gedacht hätte, dass sie eine Weise ist. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dankeschön. Und ich meine, sie hatte das gleiche Schicksal wie wir. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Denn sie war auch 7 Jahre einfach mal Sklavin. Und wir waren 7 Jahre eingeschlossen. Xerox, der Auserwählte. Endlich. Alle 6 Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deiner in der Zitadelle der Zeit. Oh, wer kann das nur sein? Ich guck mal kurz auf die Karte. Gespensterwüste. Hä? Warum fehlt uns in der Gespensterwüste denn noch eine Skulptula? Tempel hatten wir alle. Die eine haben wir. Und hier hatten wir doch auch 2. Ach, klar, die aus dem Loch noch. Aus dem Erbsenloch, wenn man da Käfer reinschüttet. Stibimt, ja, stibimt. Boah, uns fehlen so gut wie überall noch Skulptulas. Denn das werden dann wahrscheinlich die nächsten Folgen. Nämlich die Skulptula-Suche. Und aber noch der... Ja. Wir müssen noch einen Pfeil holen. Den Gegenstück zum Feuerpfeil nämlich. Und das kann auch noch 1 bis 2 Folgen in Anspruch nehmen. Da das eine kleinere Quest ist, kann man so sagen.
Ich werde hier auf jeden Fall erstmal den Part beenden. Ich bin froh, dass wir jetzt den Geistertempel hinter uns gelassen haben. Auch wenn er nicht ganz so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft habe. Aber da kann man nichts machen, ist nun mal so. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part entweder auf, ja, Eispfeil-Quest oder Skulptura-Suche. Mal schauen. Aua, ah, auf was ich zuerst Lust habe. Arsch. Dingens. Viech. Oh, Pfeile. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.